1616 Namen repräsentieren die 1616 Opfer im Konzentrationslager Katzbach in den ehemaligen Adlerwerken. Ein Konzentrationslager, das lange in Vergessenheit geraten war. Zivilgesellschaftliche Gruppen kämpfen seit über 30 Jahren dafür, dieses dunkle Kapitel ins Bewusstsein zu heben. Das ist jetzt geglückt und man sieht heute sehr eindrücklich, ich freue mich sehr über diese Aktion, dass das Erinnern, die Erinnerungskultur von der gesamten Bevölkerung mitgetragen wird. Das Ziel dieser Aktion war, den 1616 KZ-Häftlingen der Adlerwerke ein Gesicht, einen Namen zu geben und die in dieser Stadtöffentlichkeit endlich in Erinnerung zu rufen. Ich trage den Namen von Sigmund Zwistak, den ich persönlich bei uns im Theater kennenlernen durfte und der mich, weil ich seine Geschichte kenne, der knapp dem Tode entgangen ist. Er hat mich sehr beeindruckt. Deswegen habe ich, als wir die Aktion geplant haben, als der LAG gesagt hat, gesagt, ich bin Sigmund Zwistak. Und ich bin auch einer der ganz wenigen, der noch lebt. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich als letztes. Aber ich denke schon, es werden viele Gedenktafeln mittlerweile erstellt. Es gibt viele Veranstaltungen. Also das lässt mich hoffen, dass es nicht vergessen geht. Auch jetzt, wenn immer mehr Zeitzeugen, leider Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben, wichtig, dass genauso Veranstaltungen wie hier dafür ja, einen wertvollen Beitrag leisten, dass sowas nicht vergessen wird. Diese Menschen, 1616 Menschen, die tragen das weiter. Die werden diese Tatsache nie mehr unter den Tisch kehren. Jetzt endlich wir an einem Punkt, wo nichts mehr vertuscht wird, sind. Und das war heute die Aktion. Das war eine öffentliche Aktion, die in der Mitte von Frankfurt gewesen ist.